Na? Drei Leute, Leute. Drei. Na? Drei. Drei gegen einen und ich darf keine Waffen benutzen. Das, meine Freunde, das ist fair. Und jetzt nochmal den gesamten Scheiß nochmal von vorne. Und wieder nicht die richtige Richtung. Verpisst euch. Verpisst dich. Wir alle haben Wovor rennt er denn weg? Jeder Tag ist ein Kampf, um stark in unserem Glauben zu bleiben. Aber wir sind nur Menschen. Wir können schwanken. Wir können fallen. Mazdadin ist hier, um uns selbst... Das können wir natürlich nicht abbrechen. Es ist keine Schande, Namen zu nennen. Die Namen derer, die das Gesetz brechen. Ohne unseren Glauben sind wir nichts. Ohne seine Regeln und seine Leitung. Diese zu missachten, heißt, den zu missachten, der uns alle leitet. Sorry. War mein Controller gerade. Der war fertig geladen, braucht ein bisschen. Ein solches Verhalten kann nicht geduldet werden. Ja, was ich super finde, dass der zwei Bodyguards hat. Jedenfalls in dem Moment hatte er zwei Bodyguards, was mich doch schon ziemlich genervt hatte. Na, ich glaube, das war eher Zufall, dass wir da... Arschloch. Ja, ich komme ja nicht vorbei. Das nie wieder. Hört ihr denn schlecht? Oh, fick dich doch, Mann, das ist doch nicht euer Ernst. Wieso darf ich mein Schwert eigentlich nicht benutzen? So, ich... Ach, jetzt darf ich es benutzen. Befragung rentiert. Ach, von vorne. Ja, das finde ich immer so nett.
als dem Gesetz den Rücken zu kehren. Denn das Gesetz wurde uns von Gott selbst gegeben. Gepriesen werde sein Name. Ich glaube, selbst der Taschendiebstahl wäre hier einfacher. Ein Wichser darf ich ja nicht mal eine reinhauen. Der ist überall, hat er immer mindestens eine Person bei sich. Immer. Unter uns auszumerzen, auf dass wir ein rechtschaffenes Leben führen können. Nichts ist verwerflicher, als dem Gesetz den Rücken zu kehren. Denn das Gesetz wurde uns von Gott selbst gegeben. Gepriesen werde sein Name. Es zu brechen heißt, fick dich doch einfach ernsthaft, Mann. Und es gibt keinen einmal jetzt noch. Wenn ich jetzt verkacke, dann mach ich den Diebstahl und scheiß auf den Pisser da. Daran, die Ungläubigen unter uns auszumerzen, auf dass wir ein Recht. Schlimmer kann ein Diebstahl niemals sein als das. Es ist keine Schande, Namen zu nennen, die Namen derer, die das Gesetz brechen. Aber blöd, dass das hier nicht unterbrochen wird, irgendwie so übersprungen oder irgendeine so Übersprungsfähigkeit oder... dass man das irgendwie gerade kurz cutten kann, irgendwie so. Das wäre richtig genial. Und das wäre total sinnvoll. Also ich fände das super sinnvoll. Weil so macht das absolut gar keinen Sinn. An eurer Stelle würde ich verschwinden, bevor ich wirklich wütend werde. Ich hab's ja nicht mal auf dich abgesehen. Nein, da ist er. Ach komm hier, fick dich du. Kann man nicht irgendwie blocken oder so? Blocken? Das wird nicht zu schwer werden. Genug. Ich atme noch, also dürstet es euch nach mehr als nur meinem Leben. Was ist es? Kennt ihr Mashtadin gut? Besser als die meisten. Er scheint mir ein wenig zu rechtschaffen. Ist ihm das Gesetz wirklich so wichtig? Was glaubt ihr? Ich glaube, er verbirgt etwas und ihr werdet mir davon erzählen. Es ist ein Deckmantel. Männer wie wir sollen Angst verbreiten. Den Leuten das Fürchten beibringen. Die, die er tötet, sind keine Verbrecher, aber... gefährlich sind sie allemal. Gefährlich für wen? Für seine Pläne. Ihre Pläne. Ja, er spricht von anderen, mit denen er zusammenarbeitet. Für die er arbeitet. Ich weiß es nicht. Aber sie brauchen diese Stadt. Sie zu kontrollieren bedeutet ihnen viel. Warum? Das müsst ihr ihn selbst fragen. Geht zu einer seiner Hinrichtungen. Dort ist er am gesprächigsten, wenn er sich ans Volk wendet. Die Hände voller Blut. Dann sind wir fertig. Was ist der armen Seele widerfahren? Ja, ich denke mal, wir machen dann sofort das Attentat. Ich glaube, das hat mehr Sinn. Und das Attentat sofort durchführen. Da bin ich gespannt irgendwie. Ob das eventuell die Szene aus dem... Intro ist, wäre geil. Weil das war ja schon, die war ja schon genial. Naja, mal schauen. Kommt nicht näher. Dann komme ich eben nicht näher. Geld! 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 Oh weh! Was tut er denn? Die elender Lump! Aber rücksichtslos, ob jemand verletzt wurde, er wird jemandem schaden. Solch ein Narr. Nein, geht nicht. Du ein Verlust für meine Kinder. Doch, ich gehe jetzt. Ich gehe. Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Eine kleine Spende. Oh, fick dich doch, das gibt's doch gar nicht. Wie seltsam. Was tut er denn? Er hat sich wohl verspätet. Nein.
Das nicht. Dieser Mann scheint in Eile zu sein. Ich finde den richtigen Weg nicht. Ah, jetzt habe ich ihn. Was gibt es, Novize? Ich bin kein Novize. Der Wert eines Mannes wird von Taten definiert, nicht von Markierungen auf der Kleidung. Wir können streiten oder Al-Mualems Arbeit verrichten. Eure Entscheidung. Dann legt los! Jerusalems Regent Masht Adin hält nicht weit von hier eine öffentliche Hinrichtung ab. Sie ist sicher gut bewacht. Aber ich weiß, was ich zu tun habe. Und deswegen bleibt ihr in meinen Augen ein Novize. Ihr wisst gar nichts. Ihr vermutet. Ihr müsst von Fehlern ausgehen. Vielleicht habt ihr etwas übersehen. Antizipation, Altair. Wie oft muss ich es euch denn sagen? Wie ihr wünscht. Sind wir fertig? Nicht ganz. Es gibt noch etwas. Einer der Männer, die hingerichtet werden sollen, ist ein Bruder. Einer von uns. Al-Mualem wünscht, dass er gerettet wird. Kümmert euch nicht um die eigentliche Rettung. Meine Männer erledigen das. Aber ihr müsst sicherstellen, dass Majd Adin nicht sein Leben nimmt. Ich gebe ihm keine Chance. Das hoffe ich. Ich hoffe es auch. Alles klar. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Falsche Seite. Gut, dass die Hinrichtung nicht allzu weit von meinem Ziel ist. Aber weit genug, dass ich wieder einen anderen Weg nutzen muss. Was ist Ihnen gefasst, Martin zu solchen Verhalten treiben? Was denkt dieser Mann sich nur an? Er sollte aufhören, sich wie ein Kind zu benehmen. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht! Schert euch davon! Warum? Ich komme nicht weiter. Fehler. Erinnerung wird momentan aufgezeichnet. Warte mal, da müssen wir kurz zurück machen. Keine Ahnung, da war jetzt gerade ein Spielfehler. Da war ein Spielfehler anscheinend. Ich konnte nichts machen. Der ging da einfach nicht weiter. Gehen wir wieder zurück. Ich konnte nichts machen, ey. Das war richtig nervig. Keine Ahnung, was da gerade los war. Bei einem Faustkampf schreiten die Wachen nicht ein. Das ändert sich, sobald sie ihre Waffe ziehen. Falsch. Ich habe meine Waffen nicht gezogen. Ich habe sogar gegen die Wachen mit Fäusten gekämpft. Oh. Muss hier nochmal hin. Merkwürdig. Was gibt es, Novize? Ich bin kein Novize. Der Wert eines Mannes wird von Taten definiert, nicht von Markierungen auf der Kleidung. Wir können streiten oder Al-Mualems Arbeit verrichten. Eure Entscheidung. Dann legt los! Jerusalems Regent Masht Adin hält nicht weit von hier eine öffentliche Hinrichtung ab. Sie ist sicher gut bewacht.
aber ich weiß, was ich zu tun habe. Und deswegen bleibt ihr in meinen Augen ein Novize. Ihr wisst gar nichts. Ihr vermutet. Ihr müsst von Fehlern ausgehen. Vielleicht habt ihr etwas übersehen. Antizipation, Altair. Wie oft muss ich es euch denn sagen? Wie ihr wünscht. Sind wir fertig? Nicht ganz. Es gibt noch etwas. Einer der Männer, die hingerichtet werden sollen, ist ein Bruder. Einer von uns. Al-Mualem wünscht, dass er gerettet wird. Kümmert euch nicht um die eigentliche Rettung. Meine Männer erledigen das. Aber ihr müsst sicherstellen, dass Majd ad-Din nicht sein Leben nimmt. Ich gebe ihm keine Chance. Das hoffe ich. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Hoffen wir mal, dass jetzt diesmal nicht schon wieder so scheiß Lachs kommen. Was wollt ihr? Nein, geht nicht. Nur ein paar Münzen für meine Kinder. Bitte. Aber sehr düster und trist ist das hier. Okay. Von Jerusalem, hört mich an! Ich stehe hier heute und bringe euch eine Warnung! Es gibt Unzufriedene unter euch. Sie säen die Saat des Unmutes und hoffen, euch auf den falschen Weg zu führen. Sagt mir, ist es das, was ihr wollt? Der Sumpf des Verrats und der Sünde? Ein Leben voller Angst! Nein! Wollen wir nicht! Niemals! Dann wollt ihr Taten sehen? Wollen wir! Ja! Hör uns! Eure Hingabe schmeichelt mir! Das Sündige muss geläutert werden! Nur so gibt es Hoffnung auf Erlösung! Das ist nicht gerecht! Ihr habt kein Recht auf den Tod. Wofür haltet ihr euch ein? Und ihr steht nur feige herum, als Mittäter dieses Frevels! Seht ihr, wie die Bosheit eines Mannes sich auf die anderen ausbreitet? Sie wollten euch ängstigen und Zweifel säen. Aber ich bin hier, um euch zu beschützen. Hier haben wir vier sündige Seelen. Die Hure, der Dieb, der Spieler, der Ungläubige. Möge der Herr über sie alle richten. Ich
Abgewendet von den Lehren. Sie besudelte ihren Körper, um sich zu bereichern. Jeder Mann, der sie berührt, darf ihn umbringen jetzt, ne? Ich mach's auch. Dieser Mann hilft. Ich bin nicht hier, weil ich mich zu anderen Männern legte, denn das tat ich. Sofort One-Hit gegeben, ey. Eure Arbeit ist nur geil. Nein, nein, ich habe erst begonnen. Sagt, welche Rolle wurde euch zuteil? Wollt ihr euch auch verteidigen wie die anderen und eure Taten rechtfertigen? Die Bruderschaft wollte die Stadt. Ich wollte Macht. Es war eine Gelegenheit. Eine Gelegenheit, Unschuldige zu meucheln? Nicht unschuldig. Die Stimmen der Dissidenten schneiden wie eine Klinge. Sie stören die Ordnung. Darin stimme ich mit der Bruderschaft überein. Ihr habt Menschen getötet, nur weil sie anderer Meinung waren? Sicher nicht. Ich tötete sie, weil ich es konnte. Weil es mir Lust bereitete. Wisst ihr, wie es sich anfühlt, über das Schicksal anderer zu entscheiden? Und saht ihr, wie die Menge jubelte? Wie sie mich fürchteten? Ich war wie ein Gott! Ihr hättet dasselbe getan, wenn ihr gekonnt hättet. Diese Macht! Einmal vielleicht. Doch dann hätte ich erkannt, was mit denen passiert, die sich selbst über andere stellen. Und was ist das? Hier, lasst es mich euch zeigen. Nein. Und tausende von Leben werden bei seiner Verteidigung verloren. Folgt ihm, lasst ihn nicht in Ruhe. Euch hole ich mir. Und da kommen wahrscheinlich zu viele Gegner. Das bin ich falsch. So, den haben wir schnell umgebracht. Jerusalem braucht einen neuen Führer. Das hörte ich bereits. Was ist? Keine weisen Worte für mich? Sicher habe ich irgendwelche Fehler gemacht. Ihr habt getan, was ein Mann tun muss. Nicht mehr, nicht weniger. Es besorgt mich, dass ihr für die bloße Pflichterfüllung Lob erwartet. Einfach alles scheint euch zu besorgen. Denkt darüber nach. Aber tut das auf dem Rückweg nach Masyaf. Euer Werk hier ist vollbracht.
Okay. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Ja, gehen wir direkt nach Maishof. Bei einem Faustkampf schreiten die Wachen nicht ein. Das ändert sich, sobald sie ihre Waffe ziehen. Tretet vor, Alter, ihr. Berichtet von euren Fortschritten. Ich tat, wie mir geheißen. Gut, gut. Ich spüre, dass ihr mit den Gedanken woanders seid. Sprecht darüber. Jeder, den zu töten ich geschickt wurde, spricht kryptische Worte zu mir. Jedes Mal komme ich zu euch, um Antworten zu finden. Jedes Mal erhalte ich nur weitere Rätsel von euch. Das muss enden. Wer seid ihr, dass ihr so mit mir sprecht? Ich bin es, der eure Aufträge ausführt. Wenn ihr das fortzusetzen gedenkt, so sprecht endlich frank und frei mit mir. Gemach, gemach, Junge. Dieser Ton gefällt mir nicht. Und ich mag eure Verwirrungen nicht. Ich bot eine Gelegenheit, eure verlorene Ehre wiederherzustellen. Nicht verloren. Genommen. Von euch. Und dann lasst ihr mich sie holen, wie ein gottverdammter Hund. Mich dünkt, ich werde einen anderen finden müssen. Schade. Ihr zeigt großes Potenzial. Hättet ihr einen anderen, hättet ihr ihn längst entsandt. Ihr sagtet, meine Fragen werden beantwortet, wenn ich nicht mehr danach fragen muss. Ich frage nicht mehr. Ich fordere, dass ihr mir sagt, wie diese Leute in Verbindung stehen. Ja. Ihr habt recht. Diese Männer sind verbunden durch einen Blutschwur, ganz wie der unsere. Wer sind sie? Non nobis, Domine. Non nobis. Templer. Nun erkennt ihr das wahre Ausmaß von Robert de Sables Macht. All diese Männer. Statthalter. Heerführer. Sie alle haben ihm die Treue geschworen. Ihre Werke können nicht einzeln betrachtet werden, oder? Nur als Ganzes. Wonach streben sie? Eroberung. Sie wollen das Heilige Land nicht im Namen Christi, sondern für sich selbst. Was ist mit Richard? Salah al-Din? Jeder, der sich den Templern entgegenstellt, wird vernichtet. Seid versichert, dass sie Mittel und Wege haben. Dann muss man ihnen Einhalt gebieten. Daran arbeiten wir, Altair. Für eine Zukunft ohne solche Ränkespiele. Warum habt ihr mich belogen? Damit ihr den Schleier selbst lüftet. Wie immer geht das Wissen der Tat voraus. Selbst erworbenes Wissen ist besser als erlerntes. Im Übrigen hat euer Verhalten in letzter Zeit nicht eben Vertrauen erweckt. Verstehe. Alter ihr, eure Mission ist unverändert. Nur eure Wahrnehmung der Umstände hat sich geändert. Und gewappnet mit diesem Wissen werde ich die übrigen Templer vielleicht besser verstehen. Sonst noch etwas, das ihr wissen wollt? Der Schatz, den Malik aus Salomons Tempel brachte. Robert schien ihn verzweifelt zurückhaben zu wollen. Alter ihr, bei Zeiten wird euch alles klar werden. So wie euch die Rolle der Templer offenbar wurde, werdet ihr auch die Natur ihres Schatzes erkennen. Fürs Erste findet Trost darin, dass er nicht in ihren Händen ist, sondern in unseren. Wenn das euer Wunsch ist? So sei es. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen. Nehmt eure Waffe. Möge sie helfen, der Bruderschaft Ehre zu machen. Altair, bevor ihr geht... Ja? Woher wusstet ihr, dass ich euch nicht töte? Ehrlich gesagt, Meister, gar nicht. Ich habe meinem Glauben vertraut.